Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es ein Hip Thrust Tutorial bzw. auch ein Glute Bridge Tutorial. Ich werde euch beide Varianten einmal zeigen, den Unterschied erklären und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt. Let's go! So, wir haben in unserem Gym eine extra Vorrichtung. Das ist mega praktisch. Man muss nur die Langhantelstange hier drauflegen und dann die Gewichtsscheiben draufpacken. Wenn ihr das nicht in eurem Gym habt, dann könnt ihr auch einfach eine Hantelbank nehmen, Langhantelstange, Gewichtsscheiben drauf und dann habt ihr quasi das Gleiche. Wir starten jetzt erstmal mit der Hip Thrust Ausführung. Also Hip Thrust und Glute Bridge sind nur wirklich nur minimale Unterschiede. Aber ich zeige euch jetzt erstmal Hip Thrust. Wir setzen uns auf unseren Po. Dann legen wir unsere Schulterblätter auf der Vorrichtung ab, beziehungsweise auf der Hantelbank ab. Achtet wirklich darauf, dass ihr nicht so viel Rücken ablegt, sondern dass ihr wirklich nur mit dem oberen Rücken, beziehungsweise nur mit den hinteren Schulterblättern auf dieser Vorrichtung drauf liegt. Und jetzt ganz wichtig bei der Übung, bei der gesamten Übung, wir überstrecken niemals den Kopf nach hinten, sondern der Kopf geht immer Richtung Brust, beziehungsweise, weil ihr auch da so einen Spiegel habt, dann könnt ihr euch auch im Spiegel angucken. Und auch ganz, ganz wichtig ist, dass der Rücken während der gesamten Übung gerade bleibt. Wir achten darauf, dass wir gleich, wenn wir nach unten gehen, dass wir nicht ins Hohlkreuz gehen, sondern dass wir die Hüfte immer zu uns hinkippen, also quasi zu unserem Kopf. Das ist ganz wichtig, dass ihr hier niemals abknickt, sondern dass ihr wirklich hier schön die Bauchspannung haltet, die Hüfte kippt und die ganze Zeit, quasi wenn wir auch runtergehen, die Hüfte zu euch hinkippt. Also erstmal rollen wir die Langhantelstange über unsere Hüfte. Nehmt am besten auch so ein Polster, dann tut es nicht ganz so weh. Und dann stellen wir die Beine circa schulterbreit auf. Fußflächen sind ganz leicht nach außen gedreht, dann habt ihr einen guten Stand und trefft auch sehr, sehr gut die Po-Muskulatur. Jetzt könnt ihr entweder im Unter- oder Obergriff packen, wie euch das lieber ist. Ich mache das meistens im Obergriff. Und gleich, wenn wir nach oben gehen, also die Langhantelstange nach oben bringen, achten wir darauf, dass wir hier mit den Beinen einen 90-Grad-Winkel haben. Also, dass ihr nicht zu weit mit den Füßen wegsteht und auch nicht zu eng dran. Wenn ihr zu eng dran steht, dann geht es mehr auf die Oberschenkelmuskulatur und nicht auf den Po, den wir ja treffen wollen. Und wenn ihr zu weit weg steht, dann geht das mehr auf die hintere Beinseite. Wir wollen aber den Po treffen und deswegen stellen wir unsere Beine genau im 90-Grad-Winkel auf und dann ist es perfekt. Schulterblätter ablegen, Beine richtig aufstellen und dann, ganz wichtig, Bauch anspannen, Rücken gerade und wir gehen mit der Langhantelstange nach oben. Wenn wir hier oben sind, spannen wir die Pobacken fest an, also schön Po zusammenkneifen. Konzentriert euch wirklich auf eure Po-Muskulatur während der gesamten Übungsausführung. Knie, Hüfte, Brust bilden circa eine Linie. Also nicht nur bis hier gehen, sondern wirklich schön bis nach oben. Po anspannen. Let's go! So, ihr habt ja gerade gesehen, bei Hip Thrust bin ich mit dem Po ganz nach unten gegangen. Das machen wir bei Glute Bridge gleich nicht. Wenn ich das jetzt mal ohne Langhantel mache, ihr seht, guck mal, meine Knie bewegen sich mit mir mit. Also sie bewegen sich quasi so ein bisschen auf mich zu. Bei Glute Bridge achten wir gleich darauf, dass die Knie sich nicht bewegen. Also dass wir quasi nur so weit runtergehen mit dem Po, dass die Knie sich nicht bewegen. Also hier, so, das wäre jetzt so die Stelle bei mir. Und dann wieder nach oben. Also sozusagen ein Half-Rap. Bei Glute Bridge liegt der Fokus nochmal mehr auf dem Po. Also bei Hip Thrust haben wir die Beine noch so ein bisschen mit drin, untere Rücken natürlich auch, haben wir bei Glute Bridge auch mit drin, aber da nehmen wir noch mal ein bisschen mehr die Beine raus und der Fokus liegt noch mal ein bisschen mehr auf dem Po. Ich zeige euch jetzt das Ganze noch mal mit der Langhantelstange, also alles andere ist eigentlich gleich, also ihr legt die Schultern genau gleich ab, die Beine sind genau gleich positioniert, Füße, auch Kopf immer schön nach vorne, also niemals überstrecken und jetzt dann zeige ich euch jetzt noch mal mit Langhantel. Also hier drauf achten, Knie, Hüfte, Brust, eine Linie. Kopf schön nach vorne und Bauch schön angespannt, Rücken gerade. Und jetzt gehen wir zack, zack, nur so weit runter, dass sich das Knie nicht bewegt. Halten schön die Spannung, schön langsam konzentriert aus der Po-Muskulatur nach oben, Po-Backen richtig schön anspannen. Also hier wirklich schön aus dem Po rausarbeiten, schön langsam und konzentriert. Beide Varianten sind mega für den Po. Ich mache sie gerne abwechselnd oder kombiniere sie auch gerne, dass ich erst 3 Sätze Hip Thrust mache, dann 3 Sätze Glute Bridge oder an dem einen Beintag Fokus auf Hip Thrust lege und an dem anderen Beintag einfach Glute Bridges mache. Also da könnt ihr echt richtig schön Variationen reinbringen. So, und das war's dann auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch somit ein bisschen helfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie einfach gerne in die Kommentare. Ich werde dann da auf jeden Fall drauf eingehen. Und ansonsten würde ich mich natürlich über euer Feedback freuen, über einen Daumen nach oben. Wenn ihr Videovorschläge, Wünsche etc. habt, schreibt auch alles in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!